Jetzt sind wir beim Tunnel. Engin, deine Frage, wie hört sich das Auto im Tunnel an? Ey, da sind alle Kacheln abgefallen. Liebe Freunde bei Lamborghini, lass das. Das geht doch nicht. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Sonntag, 16 Uhr. Es ist eine neue Folge. Und zwar habe ich heute zwei Sachen für euch. Einmal Loris 23. Die zweite Sache ist Lamborghini Huracan Evo. Ihr habt mir die Fragen gestellt, was ich heute hier an Loris stellen soll. Und zwar die Kernfrage, wie kann sich ein 23-Jähriger so ein Auto leisten? Und die Fragen über den Lamborghini Huracan Evo. Aber jetzt holen wir erstmal Loris von seinem Büro ab. Dreh dich mal einmal um, guck mal, wie das hier aussieht. Das sieht schon so Düsseldorf pur. So, hier, alter Schwede. Zweiter Stock, richtig? Was denkt ihr, was macht er denn beruflich? Schreibt das mal jetzt einmal rein. Was denkt ihr, was macht Loris beruflich? Ey, ist ein Hochsicherheitstrakt hier. Da kommt jetzt einer. Moin. Moin. Grüß dich. Hi. Ich wollte einmal zu Loris. Ja, ich bringe euch einmal durch. Super, klasse. Wir haben ihn jetzt hier neu eingezogen. Okay. Da vorne sitzt der Loris. Ach so. Moin, Loris. Grüß dich. Hallo. Hi. Alles fit? Gut, gut, gut. So, bevor wir anfangen, verkabeln wir erstmal Loris. Was er noch beruflich macht, das besprechen wir gleich im Auto. Also bleibt dran. Ich bin echt gespannt. Lamborghini Huracan Evo, richtig? Genau, richtig. Der letzte seiner Art. Ja, ich glaube nicht mehr, dass sie einen V10 Sauger produzieren, oder? Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das wird der letzte sein, vor allem ohne OPF. Ja, ja. Also Soundcheck meinst du? Machen wir gleich. Alles dunkel? Alter. Genau. Da ist er schon. Da steht er. Wahnsinn. Und dann noch in Blau. Ich habe die Farbe noch nie live auf dem Lamborghini gesehen. Das ist halt, Lamborghini heißt ja so typisch immer Orange, Rot, also genau. Rosso Mars. Dann hast du natürlich viel Schwarz, viel Anthrazit inzwischen. Ja. Aber so eine Farbe ist schon krass, muss ich ehrlich sagen. Bist du heute Morgen schon hierher gefahren? Genau. Hat er die Temperatur? Ja, ja, der hat Temperatur. Ja, komm, machen wir Soundcheck, machen wir erst, okay? Soll ich das machen, ja, oder? Ja, klar, ich stehe draußen und guck mir das an. Ist das nicht geil? Alter Schwede, das ist ja nicht normal. Machen wir nochmal? Okay, okay. Ja, dann würde ich sagen, lass uns das Auto rausfahren. Alter Schwede. Hört ihr mal diesen Sound an, wie er blubbert richtig. Der V10 Sauger, das ist schon geil. Das ist schon mega. Alter Schwede, was ist das für ein Sound? Schon laut, ne? Das ist ja unnormal. Ja, das stimmt. Das ist doch krass. Ja. Das ist doch Wahnsinn. Ja. Lamborghini Huracan Evo mit 640 PS. Von 0 auf 100 in 2,9 Sekunden. 325 km/h V-Max. Das ist schon gewaltig. Lass uns das Ding hochfahren. Jetzt okay. Machen wir die erste Alltagsprobe. Kommt man mit einem Lamborghini Huracan Evo gut aus der Tiefgarage raus oder nicht? Das war ja auch eine Frage von euch. Möchtest du? Vielen Dank, ich würde gerne fahren. Okay, komm, lass uns los. Let's go. Wie kommst du hier rein und raus? Mit 1,98 Meter. Boah, Alter, das ist ja Wahnsinn. Also V10 Sauger Sound, da brauchen wir nicht mehr drüber reden, oder? Alter Schwede, und hier müssen wir hoch. Also Liftsystem, ganz wichtig, da geht er 40 mm vorne hoch. Man sieht gar nichts, das ist echt heftig. Und man sieht da auch schon Spuren, ne, vom Autos, ne? Und das gleich nochmal? Nee, nee, jetzt, ab jetzt wird's easy. Also einfach hochfahren und dann. Ey, da eng. Ja, beim ersten Mal dachte ich mir auch, okay, boah, wie soll das was werden? Aber ohne Liftsystem würde das hier nicht gehen. Nee, nee. Unmöglich. Also.
So, Doris. 23, Lamborghini Huracan Evo. Mhm. Gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Dankeschön. Wir haben ja bei Instagram die Community gefragt, was ihr wissen wollt. Und dann kam die Frage von Fabian, wie kann man sich in deinem Alter so ein Auto leisten? Finanziell habe ich es mir selbst erarbeitet. Ja. Und was machst du jetzt genau beruflich? Was ist genau dein Beruf? Wir helfen Software-, App- und IT-Unternehmen dabei, mehr Kunden zu gewinnen über die digitalen Medien. Und genau, das machen wir mittlerweile auch sehr erfolgreich, würde ich sagen, für Startups bis sehr große Konzerne auch. Okay. Und genau, das ist so unser Beruf. Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt? 20 festangestellt. Okay. Und 9 externe, noch Partner, Berater und so weiter. Geil. Ja. Geil. Und seit wann bist du selbstständig? Seit ich 18 bin tatsächlich, also direkt nach dem Abi. Das war auch ganz lustig. Ja. Mein Lehrer hatte mich damals gefragt, hey, weil Loris, willst du... Du denkst auch, dass du direkt nach dem Abitur dein eigener Chef bist und siehst dich mit einem Porsche auf der Kühe. Und dann habe ich gesagt, hey, ja, man kann das schaffen, da sehe ich mich. Ja. Und dann wurde ich halt dafür ausgelacht. Okay. Aber es war halt immer mein Ziel, also finanziell frei zu sein, unabhängig zu sein von anderen Menschen. Ja, okay. Wann kam dein Lamborghini? Der kam erst vor 3 Monaten. Okay. Und wieso Lamborghini, wieso jetzt keine andere Marke? Also mit Lamborghini hatte ich so den ersten Touchpoint, als ich ein kleiner Junge war. Da hat mein Papa mich mitgenommen zum Nürburgring. Also ich habe schon als Kind immer die Automotorsport, wenn man das hier nennen darf, auswendig gelernt. Ja, so. Da gab es so Sonderausgaben, wo stand von 0 auf 100, 0 auf 200. Mhm. Und Lamborghini war da irgendwie immer das, was mich angezogen hat. Okay. Und am Nürburgring stand dann ein lilaner Murcielago, komplett mit Alcantara innen. Und der hat halt angeboten, dass ich mich mal reinsetzen darf. Und das hat mich so geflasht. Seitdem hatte ich dann dieses Poster im Kinderzimmer. Und da war für mich klar, irgendwann muss ich dieses Auto haben. Ja, geil. Geil. Du bist einfach zu Lamborghini gegangen und hast dir das Auto ausgesucht. Genau. Geil. Han hat gefragt, wie viele Frauen hast du damit schon klar gemacht? Okay. Wie ist die Erfolgsquote, wenn du als 23-Jähriger ein Lamborghini Huracan Evo fährst? Lustige Frage auf jeden Fall. Ja. Also es ist gar nicht mein Ziel. Okay. Deswegen kann ich das auch nicht so beantworten. Ich glaube, der Fokus ist da auch nicht ganz richtig. Okay. Weil ich glaube, der Fragesteller kann hundertprozentig durch andere Werte überzeugen als durch ein Auto. Und ich glaube, ein Auto zieht auch eher die falschen Frauen an, oder? Wenn es nur darum geht. Definitiv. Eine Frage von Engin. Wie klingt der Sound in einem Tunnel? Ja, das können wir gleich testen. Tunnel kommt tatsächlich gleich. Echt? Ja, genau. Da kannst du ruhig einmal Gas geben und dann hören wir uns das einfach an. Ja, da bin ich mal gespannt. Jetzt sind wir beim Tunnel. Engin, deine Frage. Wie hört sich das Auto im Tunnel an? Geil, wie der abgeht und hört euch den Sound an. Ich bin erst im Sportmodus und jetzt gehen wir in Corsa-Modus, Gang 3 und Gas. Unglaublich, wie dieses Auto nach vorne marschiert. Und das ist echt Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist schon krass, oder? Ja, man muss jedes Mal lächeln, oder? Ey, da sind alle Kacheln abgefallen. Alle Kacheln, würde ich mal sagen. In Elbtunnel gibt es ja so richtig Kacheln. Auch hier in Düsseldorf ja nicht, ist alles Beton. Aber da wären 100% 2 Kacheln abgefallen. Nur für Sound. Wir waren gar nicht so schnell. Was kostet ein Satz neue Felgen? Das will der Maxi wissen. Also ich glaube so 5.000, 6.000 Euro, vielleicht 7. Ich glaube, damit kommst du nicht hin. Ich würde mal sagen, du bist so zwischen 12.000 bis 15.000 Euro für Satz neue Felgen. Ja. Aber das Schöne ist, du hast die lackierten Felgen. Ja. Wenn du nur ganz langsam reinratschst, kannst du ganz easy einen Smart Repair machen und dann neu lackieren. Dann kam die Frage, was hat das Auto neu gekostet? Der Bruttolistenpreis war 275.000. 275.000 Euro. Ja. Hast du verhandelt? Ja, genau. Und zwar? Ich habe meinem Händler versprochen, dass ich den Rabatt nirgendwo öffentlich erwähnen darf. Wirklich. Ey, komm, sag jetzt. Wie viel hast du verhandelt? Schon ein gutes Stück. Ungefähr? Ungefähr? Circa. So Pi mal Daumen. Ich würde mal sagen, das war schon so die Grenze, die geht beim Neuwagen bei Lamborghini. Und zwar? Da habe ich mein Wort gegeben beim Händler, dass ich die Summe nicht nennen darf. Wir wissen ja nicht, bei welchem Händler. Mehr als 15.000 Euro auf jeden Fall. Hast 30 runtergehandelt?
30.000 Euro? In die Richtung geht es ungefähr. Alter Schwede. Und wie hast du verhandelt? Ich habe gesagt, das ist mein Limit, mehr geht halt nicht. Wie hoch war dein Limit? Komm! 275.000 Euro hat das Auto gekostet. Genau. Wenn du jetzt ungefähr 30 einfach mal nimmst, dann... Hast du 245, genau. 250 Limit gehabt. Genau. Loris! Ja. Das sind immer noch eine Viertelmillion Euro, Alter. Ja, sehr cool. Dieses Auto geht dir bis zur Hüfte, ne? Genau. Heftig. Guck mal, wie groß der Junge ist. Und der passt trotzdem da rein. Ne? Das ist schon krass. Jetzt kam eine Frage von Simon. Was ist für dich schönste Detail im Außenbereich? Da müssen wir mal nach hinten gehen. Ja, okay. Also für mich ist das Heck am schönsten. Okay. Durch die Auspuffrohre, die jetzt hinten zusammenkommen. Okay. Ist ja so ein bisschen wie beim Aventador SVJ. Also hier jetzt, ne? Man sieht die Auspuffanlage und wenn du halt nachts mal fährst, gibst ein bisschen Gas, stellst den Wagen ab und guckst in den Auspuff rein, ja. Glüht halt alles. Glüht alles, das sieht ja, einfach das geil, ist schon aus. Geil. Also ist das dein Detail, was ja, du geil findest? Ja, das, der kleine Spoiler, der Diffusor, das finde ich schon wirklich cool. Weißt du, was ich sehr cool finde? Ja. Guck mal, viele Hersteller gehen ja rüber auf Kunststoff. Ja. Okay. Das ist aber jetzt, bei Lamborghini ist es nicht so, guck mal. Das ist kein Kunststoff. Das ist richtig, das ist Stahl. Und das finde ich geil. Das finde ich mega geil gemacht. Transparent Motorhaube finde ich cool, dass du deinen V10 Saugermotor siehst. Aber eine Sache, die ich überhaupt nicht cool finde. Was fällt dir auf, was mega hässlich ist? Gab es schon 1993 beim Polo, 1995 beim Golf. Mhm. Haben sie auch bei den Lamborghini übernommen. Was meinst du? Da, dein Topf. Okay, ja, yeah, okay. So einen Polo 6N oder sowas aus den 90ern, die haben genau die gleiche, genau den gleichen Behälter, nur nicht in schwarz, sondern durchsichtig. Ja. Und das, liebe Freunde bei Lamborghini, lass das, das geht doch nicht. Du hast da einen mega geilen V10 Motor drin, alles perfekt und dann mit sowas Billiges. Und das finde ich, das sind solche Details, wo ich ein bisschen abgeschrocken bin von Lamborghini. Ich finde die Farbe mega geil, okay? Wie heißt die Farbe nochmal? Blue Agir spricht man das, glaube ich, aus. Blue Agir? Ja. Ist das ein Aufpreis? Ja. Und zwar? Zwischen 8 und 12. 8 und 12.000 Euro, ja. Damit du ein blau Metallic Auto fährst. Es gibt ein Land, weiß nicht, wie man es nennen kann, wo die Farbe unheimlich beliebt ist. Aber da müsste er innen hell sein. Beige. Okay. Weißt du was? Nee. Weißt du welche? Klär mich auf. Monaco. Ah, okay. Monaco, stimmt. Monte Carlo. Ja. Bestellen die meisten immer blau-metallic, also hellblau-metallic mit innen beige. Okay. Die meisten Bentleys, die nach Monaco und nach Monte Carlo gehen, sind in der Farbkombination. Ansonsten finde ich die Felgen mega schick, die Keramikbremsen sind der Serie. Aber die größte Problematik, ich sehe gerade, du hast das Auto nicht vorne foliert. Ne? Noch nicht, nee. Hast du es vor? Ja, ich habe überlegt, es zu machen, weil der Lack soll halt gut bleiben, im guten Zustand. Ja. Und ich glaube, es wäre schon eine gute Investition, oder? Definitiv, weil das Auto ist so tief und ist so angreifbar mit Steinschlägen. Stimmt. Also hier würde ich definitiv eine durchsichtige Folie raufgeben. Ja. Das ist das A und O. Jetzt ist die Frage an euch, würdet ihr einen Lamborghini Huracan Evo in der Farbe in Blue Agir bestellen, ja oder nein? Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Gerne. Ich freue mich richtig für dich. Mega, mega, mega viel Respekt. Dankeschön. Okay. Euch wünsche ich auch einen schönen Sonntag. Gebt mir ein Like, kommentiert mir bitte die Sendung und vor allem schreibt mir mal, was ihr davon haltet. Würdet ihr mit 23, auch wenn ihr es euch erarbeitet, so ein Auto kaufen, ja oder nein? Ich bin gespannt. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Ciao.